Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt, liebe Zuschauer. Es gibt eine neue Baustelle, also eine neue alte Baustelle, zusätzlich zum Thema Corona-Pandemie. Und was macht der DAX? Er startet in grün und legt dann noch mal richtig ein obendrauf. Ziemlich grüne Vorzeichen, ein ziemlicher Sprung jetzt in der ersten Stunde des Handels hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Robuste Konjunkturdaten aus Europa haben hier ein ganzes Stück Anschub geleistet. Aber was ist die zweite Baustelle? Das Thema Handelskonflikt USA-China, das kam dann doch wieder hoch, als es ziemlich irritierende Aussagen zwischenzeitlich gab aus den USA. US-Handelsberater Peter Navarro hatte nämlich zwischendurch mal eben verkündet das Ende des Handelsabkommens. Das hat dann doch für ziemlich viel Irritation gesorgt. Man ruderte aber relativ schnell zurück. Donald Trump hat dann seinen Berater schnell korrigiert. Aber das Ganze zeigt natürlich, dieses Thema kann jederzeit wieder hochkochen, auch wenn es zwischenzeitlich immer mal an den Rand geschoben wird. Was die Corona-Pandemie betrifft, da scheinen Anleger doch an Zuversicht gewonnen zu haben. Also der Anstieg der Neuinfektionen, das hat zwar doch den Markt beunruhigt, aber das Risiko eines zweiten kompletten Lockdowns, das sieht man am Markt offensichtlich als eher gering an. Das Thema Digitalisierung könnte durch Corona einen ziemlichen Anschub erhalten haben. Und davon haben Tech-Werte in der letzten Zeit immer mal wieder profitiert. Und diese Rallye haben wir auch bei den Branchenriesen Apple und Microsoft gesehen. Die Aktien mit neuen Rekordwerten unterwegs. Ja, und das Thema Wirecard geht immer mal wieder in eine neue Runde. Die Aktie heute tatsächlich mal in grün unterwegs. Zur Aufrechterhaltung des Geschäfts in Singapur will man sich in dem Land eine Lizenz besorgen. Moody's hatte allerdings die Bonitätsnote für Wirecard inzwischen komplett entzogen. Und es steht das Thema Haftbefehle, eventuelle Haftbefehle für ehemalige Vorstände im Raum. Aber die Aktie heute trotzdem in grün.